Servus Leute, was geht? Wir starten heute zusammen eine neue Serie und zwar, wir fangen an Pro Evolution zu spielen. Nicht mal nur FIFA, dies, das, hier, Karriere, da. Pro Evolution komplett. Ich habe keine Sekunde das Spiel gespielt. Ich habe es mir gerade runtergeladen. Ich würde euch jetzt einfach mitnehmen. Wir gucken heute mal nach Team. Also wir wollen auch dieses Ultimate Team spielen. Vielleicht auch ein paar Packs auf. Also wenn es Packs gibt oder so Bälle irgendwie. Wir lassen uns einfach überraschen, Jungs. Wir gehen rein. Und gucken einfach mal, was geht, würde ich sagen. So, Jungs, ich habe jetzt mal alle Tutorials und so geskippt. Das bringen wir uns alles selber bei. Wir dürfen hier raussuchen. Ja, Europa. Boah. Welche Liga nehmen wir denn? Ja, eigentlich schon englische Liga, oder? English League. Wir müssen ja echt die beste. Ja, Menü. Mannschaftsname. Nee. Dream Team erstellt. Entwickeln Sie Ihr Dream Team. Okay, 200.500 Login-Bonus, 30.000 Willkommens-Login-Bonus. Opening-Login-Campaign-Volume 2. Gegenstände im Posteingang. Ey, warum ist FIFA nicht so? Oha, E-Football-Münzen. Okay, ja, Serverwartung. Kann ich es wegdrücken? Ja, weg. Okay. Belohnungen abholen. Ja. Wie kommen wir denn da hin? Ah! Okay. So, Neuigkeiten. Alle als gelesen markiert. Die interessieren uns nicht. 300 E-Football-Münzen nehmen wir mit. Was auch immer das ist. Den Login-Bonus nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Training 4000 EP, 70.000 hier nochmal. Okay. Spieler verpflichten, unter Vertrag nehmen. Normal verpflichten Sie Spieler. Hier Vertrag. Wie viel Geld haben wir denn? 102.000 normale Spieleliste. Warum nicht besondere Spielerliste? Sind wir dafür zu broke? Oh, ah, okay. Wir haben 100.000. Ich würde sagen, dann filtern wir doch auch einfach mal nur bis 100.000. Boah. Die bringen uns ja alle nicht so weiter. Ich würde sagen, Jungs, wir gucken einfach nach einem günstigsten, weil wir müssen das ja irgendwie machen, Tutorial-mäßig. Und holen uns hier irgend so einen Loser und gucken später, wenn wir machen ja ein paar Packs auf. Und gucken dann, wenn wir noch brauchen. Weil das müssen wir jetzt, glaube ich, tutorialmäßig machen. Ja, vielleicht verpflichten wir hier den guten Klose. Ah, okay, da, das ist die Animation. Rash, Alter. Wenn er jetzt noch ein Bild gehabt hätte, wäre es natürlich doppelt geil. So, aber dann überspringen wir jetzt mal den Aal. So, neuer Spieler befindet sich unter meinem Team. Okay, weiter. Abgeschlossen. Zurück. Ah, okay, das war's jetzt schon mit dem Tutorial. Ah, ne. Strategie. Ja, tauschen wir ein paar Spieler aus. Ja, wie denn? Hier, Ersatzspieler. Der Torwart hat auch 59. Okay, reicht das jetzt schon? Weil da gucken wir eh nachher nochmal drauf. Perfekt. Spieler trainieren. Was wollen die jetzt von uns? Spieleroption. Stufentraining. Stufen wir ihren Spieler auf. Boah, müssen wir das jetzt machen, oder? Ja gut, dann ist halt so. Mein Gott, Spielerentwicklung. Ja, was erhöhen wir die Werte? Ach so. Gut, der ist IV. Ja, aber bringt mir ja eh nichts. Ich will den ja gar nicht spielen. Punkte verwenden. Spielerentwicklung erfolgreich. So, jetzt sind wir damit auch für. Ah, der hat 75 bekommen dadurch. Okay, krass. Wir haben wieder ein paar neue Nachrichten.
Das habe ich doch vorhin schon als gelesen markiert. Okay, das war's jetzt, oder? Wo ist denn jetzt hier der Shop, Digga? Ich will doch nur so ein paar Bälle öffnen. Ah, hier. Gehen wir mal rein, oder? So. Ja, Pflichten. Kommen direkt so ein Oliver Kahn oder so. So. Okay. Ach, nur 3 Sterne. Oh, Mann. Wir kriegen wirklich einen Torwart, ne? Pacheco. Ist jetzt irgendwie nicht das, was ich mir erhofft habe. Ah, okay, davon kann man ein paar aufmachen. Dann machen wir mal hiervon eins auf. Komm ran. So ein Rafael Varane. Jetzt gib mal 5 Sterne hier. Welche Liga? Oh, Liga. Oh. Ja, genau gleich viel Packlack wie in FIFA, Digga. Saliba. Passt halt doch absolut gar nicht zu Pacheco. Jetzt zeig mal, wie viel Rating hast du denn hier im Menü? Ah, 84, okay. Das 84 ist doch nicht mal so schlecht. So, 2 Stück haben wir noch. Rein damit. Ich glaube, das sind aber die letzten Punkte, die wir haben. Danach müssen wir einmal kurz Punkte aufladen gehen. Serie A. 5 Sterne? Oh mein Gott, wer bist du? Ist es Koulibaly? Koulibaly, erkenne ich doch an seinem Rücken, Junge. Okay, wie viel Rating hast du da mit 5 Sterne? Jetzt bin ich gespannt. Boah. Ein paar Tacklings, okay. Ich will eigentlich nur dein Rating sehen, Bruder. Auf Logge. So ein Ding. 3300. Jungs, wir gehen rein in die Packs. Machen wir erstmal noch den geilen Defender auf. Dieser Koulibaly. Ist vielleicht noch so ein Chiellini daneben? Für ein bisschen Chemie? Welche Liga? Ah, 4 Sterne. Okay, okay. Kann auch was draus kommen. Oh, ist Piqué? Piqué, Abi. Der passt doch zu Pacheco. Schöne Tacklings hier. Zeig mal dein Rating. 87? Stabil. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Vielleicht können die was. Das war, glaube ich, das, wo wir Pacheco gezogen haben. Ach, gibt es da nur 3 Sterne oder was? Skip. Skip. Oh Gott. Was ist denn das? Ich würde sagen, ein paar Stück öffnen wir noch. Ein paar Points behalten wir uns für die nächste Folge. Sterne? Wer bist du? Oh, das ist ein Brasilianer. Wer bist du? Romario! Das ist der vorgestellt war. Der ist 91. Oh mein Gott. Okay, ich weiß nicht, wie wir den Mann linken oder ob das auch so Icon-mäßig ist, dass er alle linkt, aber der ist wild, oder? Das ist 91. Zeig mal her den Aal. Ui, Legendary. 92 Plus-Spieler im Mittelsturm. Okay, daraufhin noch eins. Daraufhin, wir haben den besten Spieler gezogen, den es gibt, glaube ich. Auf Logge. Ja gut, das können wir direkt durchskippen. Das kann ja nur Schmutz sein. Ja, Ramsey, Bruder. Übst du lieber mal ein paar Elfmeter, oder? Was gibt's denn da so? Das sind ja fast alles so Schmutzwinks. Wir haben also echt den besten gezogen. Da gibt es eigentlich nur noch Kahn und der Rest ist echt nicht so geil. Ich würde sagen, 2-3 machen wir noch auf und dann gucken wir mal, ob wir uns auch noch einen Spieler kaufen können. Und dann gehen wir auch noch in den Spiel rein, würde ich sagen.
Anspann den besten gezogen. Espanyol-Liga, 3 Sterne, es gibt sein. Ach du Scheiße, Digga. Was soll man mit solchen Crackpfeifen spielen, oder? Vorletztes Pack. Weil dann können wir vielleicht jede Woche diese Special Packs mitnehmen. Und müssen hier nicht so sowas aufmachen. Wer auch immer der jetzt ist. Pastore. Auch nicht das Gelbe vom Ei. Let's Pack. Komm, so ein Oliver Kahn, Digga. Oder so ein Sagi würde ich auch nehmen. Aber Animation ist fresh. Liga, okay. 4 Sterne, okay. Wer ist das? Oh, ist wieder ein Kimpembos, oder? Kimpembos. Wir ziehen nur Defender, ja. Ich sehe uns in der Fünferkette auf jeden Fall. Was hat der für ein Rating, der Mann? Oh, okay. Nur 79. Okay. Letztes. Eins noch. Eins noch. Die 4 Sterne haben mich gerade nochmal geködert. Oh, Serie A. Woods. Sergio Oliveira. Ich würde sagen, ich baue mal kurz unser Team mit dem, was wir bisher haben, und dann zeige ich euch unser Team. So, Jungs, da seht ihr unser Team. Ja, das Chemiesystem habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden oder auch warum jetzt wer so viel Rating hat. Was auf jeden Fall klar ist, wir brauchen einen Linksverteidiger, einen Rechtsverteidiger und einen linken Flügel. Vielleicht irgendwie einen spanischen Linksverteidiger. Wir gucken aber mal, was es auf dem Markt gibt, weil allzu viele Münzen haben wir ja auch nicht. Dann schauen wir da doch mal rein. Ich sehe uns bei einem Mario Rui verpflichten. Dann brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger. Da bräuchten wir dann einen Spanier. Oder einen aus der spanischen Liga zumindest. Oh, Dest. Dest wäre doch für... Ich spiele doch in derselben Mannschaft. Das muss doch eigentlich gut sein. 43k. Tok. Rein mit dem Dest. Vielleicht auch gerade so ein Sharawi. Meisterhafter Flügel. Zack. So, ich würde sagen, ich stelle die Männer nochmal rein und dann gucken wir mal, wie viel Chemie wir dann letztendlich haben. So, das ist unsere Mannschaft, wie sie da steht aktuell. Ich bin ja nicht ganz happy, weil ich irgendwie nicht ganz verstanden habe bisher, wie das abläuft. Warum hat Ramsey da für einen 70 und hier einen 69? Das ist mir noch ein bisschen unklar. Aber da werden wir bestimmt reinfinden. Ich würde sagen, Jungs, hiermit beenden wir auf die erste Folge. Dann starten wir nächste Woche. Da gibt es bestimmt wieder ein paar Special Packs. Holen wir uns diese Special Packs ab. Und dann gehen wir nächste Woche mal rein und spielen die ersten Spiele und gucken, was da so geht. Heute mal ein bisschen anfangen, ein bisschen Teambau, ein bisschen dies und das. Ist ja eigentlich ganz fresh. Ich bin gespannt, was da noch geht. Lasst ein Like da, lasst ein Follow da, Jungs. Lasst ein Abo da auf Twitch. Wir sind 5-mal die Woche live, jeden Abend außer Dienstag und Freitag. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Folge.